herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Konversion, zu einer weiteren Ausgabe des Conversion Whiteboard. Heute zeige ich euch ein Modell, das demonstriert, warum Redesign-Denke und Conversion-Optimierung zwei völlig verschiedene Welten sind und was der Unterschied dabei ist. Das Modell basiert auf einer Idee von meinem Freund Chris Goward von Wider Funnel, der gesagt hat, pass auf, alle Websites entwickeln sich irgendwo weiter, permanent. Nicht eine spezifische, aber grundsätzlich gibt es immer viele kleine Innovationen, wo Websites besser werden. Und so können wir diese blaue Linie verstehen wie so eine Art Durchschnitt. Und wenn wir selber eine Website gelauncht haben als Projekt, dann bewegen wir uns erstmal nicht weiter. Dieses Nicht-Weiter-Bewegen erzeugt eine Spannung, sodass die Verantwortlichen irgendwann völlig schmerzerfüllt sagen, wir müssen unsere Website redesignen. Sie sieht aus wie 1997 in Frontpage gestaltet und sie hoffen dadurch hier wieder aufschließen zu können zum Durchschnitt. Das passiert aber nicht. In Wirklichkeit landen sie etwas schlechter, vielleicht manche sogar schlechter als die alte Website, inzwischen zumindest. So, also Redesign-Projekte schaffen es nicht, dass man Anschluss hält zu diesem Durchschnitt. Viel besser ist es, durch viele kleine Schritte, durch kontinuierliche Optimierungen, all diese Mikroinnovationen, die permanent passieren, zu testen. Dadurch entsteht diese kleinere Treppe. Denn das, was hier in dem roten Quadranten ist, das sind ja letztlich Kosten. Also wenn 2 Jahre lang meine Website schlecht ist, habe ich ja Kosten dadurch und weniger Conversion Rate. Also Conversion Optimierung ist die agile Version dieser Projekte. So wie in der IT eine Veränderung stattgefunden hat von Projektdenke zu agiler Denke, so ist das die Übersetzung auf unsere Websites und unser Marketing. Und ich wage eine These, wenn wir das wirklich gut machen und lernen, was funktioniert für uns, für unsere Website, dann fußt jede Veränderung auf diesem Learning und wir werden jedes Mal einen Schritt besser. Das sind valide Daten und die führen dazu, dass wir sogar besser werden als der Durchschnitt. Also in meiner Version dieses Modells führt kontinuierliche Optimierung zu Innovation und führt dazu, dass wir uns deutlich abgrenzen können vom Durchschnitt der Websites. Ich hoffe, dass das hilft bei der täglichen Optimierung und dass euch klar geworden ist, warum Redesign-Projekte nicht wirklich funktionieren können. Viel Spaß beim Optimieren.